Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppisch, und damit herzlich willkommen zurück zu einem kurzen Überblick. Na, dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele ja die ganze Zeit Harvest Moon weiter. Wir haben ja, wenn ich mich nicht recht irre, auf YouTube haben wir ja mal Harvest Moon angespielt. Ich wollte euch einfach einen kurzen Überblick verschaffen mit, was halt alles jetzt aktuell da so abläuft. Zudem ich auch ganz gerne meine Mikrofoneinstellung in der Aufnahme mit Equalizer etc. testen würde. Und dieses Event kam gerade, habe ich gemacht, ja, kann man mal mitnehmen. Also sagt ruhig Bescheid, was ihr wollt. Ich versuche das Beste aus meinem Headset rauszuholen. Ich benutze das Corsair Virtuoso Wireless XT. Habe ich auch recht günstig bekommen. Das sollte 280 bei Corsair kosten. Aktuell habe ich es beim Prime Day für 215 bekommen. Und Amazon hat mir sogar noch 10 Euro erstattet, weil sie das ein paar Tage später günstiger bekommen haben. Das bedeutet eigentlich eine ziemlich geile Sache. Eine Sternschnuppe. 2, 3, 4, 5. Sternschnuppen. Und auch noch so viele. Ach ja, mein Wunsch. Was willst du dir wünschen, Bärchen? Ich wünsche, ich wäre reich. Ich möchte, dass meine Familie mehr zusammenhält. Ich möchte mich mit allen im Tal mehr zu verstehen. Ich würde das sogar machen. Aber reich wäre natürlich auch cool. Einfach mal so. Aber nee, ich möchte mich mit allen da besser verstehen. Der Hof läuft nicht schlecht. Nebenbei bemerke ich, wie sich Marie so schlägt. Sie passt schließlich alleine auf das Haus auf. Das macht die Marie toll. Sie hat zwar gesagt, dass sie alleine zurechtkommt. Und sie ist ein braves Mädchen. Also müsste alles in Ordnung sein, aber trotzdem, du machst dir Sorgen, das ist normal. Sich zu viel Sorgen zu machen, ist nicht gut, oder? Das Festival ist jedenfalls vorbei, da können wir jetzt nach Hause, dann wissen wir Bescheid. Ach, Cecilia. Das ist schon manchmal eine Tausendsasserin. Ja, wir machen jetzt hier ganz normal. Ich habe auch mittlerweile ein Kätzchen bekommen. Dem Justin geht's gut. Also wir haben ordentlich Tiere bekommen. Ich komme mit allen sehr gut klar soweit. Manche mehr, manche weniger. Das ist aber normal. Ja, Nina hat uns verlassen. Die ist jetzt schon gestorben. Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, Justin macht sich gut. Nur der hat ein Problem mit Springen. Ich nehme euch mal ein paar Minuten mit. Ja. Ich nehme euch ein paar Minuten mit auf dem Hof. Die Arbeit ist relativ schnell gemacht. Ich habe Werkzeuge geupgradet. Ich habe Sachen verkauft, etc., etc. Es fühlt sich fast magisch an, beim Sternlichtkonzert dabei zu sein. Gustav Fassmus war so schön. Marien Stellung halten wurde mir klar, wie sehr sie schon gewachsen. Ich glaube, ich werde mich noch lange an dieses Konzert erinnern. Ja, und hast du auf das Haus aufgepasst? Und Papa? War das Konzert schön? Ich habe gut auf das Haus aufgepasst. Bekomme ich ein Geschenk dafür? Hier ein Edelstein. Ein Fossil? Was willst du denn? Hier eine Figur. Na klar. Gut, schade. Mag die Marie nicht. Wir sind hier gerade im Winter. Wir haben... Machen wir mal hier einen Überblick. Ich habe... Den Hühnern geht es soweit ganz gut. Die Hilda ist noch relativ neu. Um die muss ich mich auch noch ein bisschen kümmern. Ansonsten, der Martha geht es gut. Der Hanna geht es gut. Der Lana, Lisa, Lilly, Hilda, Donald und Daisy auch. Wunderbar. Wen haben wir hier? Der Juna geht es gut. Der Martha geht's gut. Ich habe jetzt zwei braune Kühe, Christa und Lorelei. Oh, die Christa ist schon groß geworden.
Hier unten sieht man auch, was die alles so anbieten. Lorelei, Elsa ist, sie sind noch alle relativ. Obwohl, die Elsa ist erwachsen, die Milka auch. Dave, Olivia. Ja, ich habe den Dave falsch benannt, ist halt so. Ariel, Zickle, Sabrina, geht allen ganz gut. Ich werde es so machen, dass ich noch eine Marmorkuh bestelle und eine Starkuh. Und dann muss ich gucken, wie viel Platz ich noch habe, weil so wie es aussieht, muss ich die Tiere nicht schwängern. Und ich habe das Stall-Upgrade zumindest hier gekauft. Also dementsprechend sieht das alles ganz gut aus. So, aber ich denke mal, wenn ich mir die zwei Kühe geholt habe, habe ich noch 13. Dann hole ich mir noch... Mal gucken, vielleicht hole ich mir noch eine Ziege und zwei Widder oder Auen. Da müsste ich eigentlich von allem genug haben. Obwohl, lass mich mal überlegen, 11. Wenn ich mir jetzt noch zwei Kühe hole, dann habe ich 13. Habe ich noch Platz für drei Tiere, zwei Widder und eine Ziege oder Aue. Passt eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten arbeite ich aktuell dran, den Geflügelstall zu bauen, die Erweiterung. Aktuell ist es so, ich mache das ganz einfach. Werden erstmal alle Tiere geschrubbt. Weil je wohler die sich fühlen, desto bessere Milch geben die. Das ist schon mal ganz praktisch. Ist eigentlich auch alles relativ schnell. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Weil die Tiere werden halt innerhalb von kürzester Zeit erwachsen und geben sofort Milch. Also im Original war es halt so, dass das Züchten und das Befruchten der Tiere auch noch eine wesentliche Rolle gespielt hat, aber scheinbar haben sie das hier rausgenommen. Gutes Futter kriegen die jetzt einfach mal alle von mir, in der Hoffnung, dass die irgendwann Essmilch geben. Nein, hier ist das da. Das ist gut für dich. Ist immer ein bisschen schwierig, denen das zu zeigen, weil du musst es halt wirklich denen an den Kopf halten. Die Ziegen brauchen das nicht, interessanterweise, weil die musste theoretisch nur einmal theoretisch ein bisschen waschen. Und dann geht's denen gut. Hallo, ich würde es dir gerne... Normalerweise. Ach, Elsa. So. Gut, gewaschen sind sie. Dann wollen wir mal melken. Aber aktuell läuft es halt echt gut. Da will ich mich nicht beschweren. Entschuldigung, falls man das gehört hat. Ich bin es noch nicht so ganz gewohnt, ein Headset zu haben. Da hat man natürlich wesentlich mehr Platz am Schreibtisch, aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann... Ja, das Headset ist nicht ganz so optimal für mich, weil das Mikrofon auf der linken Seite ist und ich bin Linkshänder. Dementsprechend, wenn irgendwas im Gesicht ist oder so, mache ich das immer mit der linken Hand. Hey! Nicht schlafen! Halb 10. Komm, der Milchmann ist da. So, was haben wir dann hier im Rucksack? Zweimal Marmormilch, viermal Ziegenmilch, viermal normale Milch, zwei Sternmilch, zwei braune Milch. Das ist genau das, was die im Winter machen sollten. Die geben komischerweise nicht so viel. Aber dafür muss ich sie halt auch nicht schwängern, sozusagen. Das machen die ganz automatisch. Was mir persönlich ganz gut gefällt. Die Eier hebe ich mal auf. Weil wenn der Hühnerstall gemacht wird, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So, ich lege immer erst all meine Fische sozusagen in das Regal. Damit ich von allem immer eins habe. So als Platzhalter. Theoretisch. Den Rest verkaufe ich. Also ich bin halt, wie gesagt, oft am Angeln. Das werde ich euch jetzt ersparen. Einfach, das ist jetzt soweit
sind wir durch. Manchmal, wie man sieht, bin ich auch noch Sachen am Ausgraben. Also ist hier ein relativ entspanntes Leben. So, guck mal, was mein Saatgut macht. Ja, ich habe meine Erdbeeren. Ich habe ein paar Erdbeeren auf Güteklasse A gezüchtet. Das lege ich nicht in den Kühlschrank, weil ich daraus Saatgut züchte. Und ich bin hier ein bisschen am Sammeln. Ja, auch hier solche Sachen. Von allem eins als Platzhalter, das klingt in meinen Augen fair. Ansonsten, ja, gießen muss ich jetzt nicht zwingend, aber mit der goldenen Gießkanne ist es echt ein leichtes. Und noch konnte ich das große Feld nicht holen, sonst würde ich in Feldanbau würde ich da richtig aufgehen, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, wie man Samen kreuzt. Ich bin immer noch nicht gut genug befreundet mit dieser komischen Pflanze. Ja, ich kann noch nicht mal eins davon machen. Ja, komm, machen wir noch mal ein bisschen. So, ich weiß gar nicht, wie stark man mit dem befreundet sein muss. Naja, geht so. Der Hino geht's auch gut, dem Justin auch, das ist schön. Ansonsten, ja. Bei der Starku bin ich mir gar nicht sicher, weil die fressen halt richtig Kohle. Weil, wie gesagt, zwei Starkühe würde ich mir noch bestellen. Eine Starku, Entschuldigung, und eine braune Kuh, dann haben wir. Von denen haben wir dann zwei. Von denen haben wir zwei. Wie gesagt, eine noch. Dann habe ich von allen Kühen zwei. Oder warte mal. Starkuh? Marmorkuh und. Nee, braune Kühe habe ich. Warte, braune Kühe habe ich beide. Jetzt fehlt nur noch. Genau, Marmor und Milka. Das mache ich auch, wenn der Takakura was dabei hat. Der müsste mir, glaube ich, 6000 bringen. Ah, das reicht immer noch nicht. Ich krieg erst im Sommer und im Herbst wieder Bäume. Die Quests werden langsam ein bisschen überdrüssig, weil ich immer noch nicht kreuzen kann und dementsprechend kann ich das halt noch alles nicht machen. Eingelegtes Gemüse braucht auch spezielle Kreuzungssachen. Leckersaft kriege ich halt auch sehr schwierig. Und im Zettel ist Bild eines Huhns gekritzelt. Spießkraut, das ist eine gute Idee. Masu, beliebige Größe, braune Milch. Das bedeutet ein Ei und ein Masu. Der komische Yeti will ein Ei haben. Das können wir dem sogar kredenzen. Ne, der kriegt ein normales Ei. Hühner möchte ich mir eigentlich keine kaufen. Ich muss mir noch ein paar Namen ausdenken, weil mittlerweile wird es halt ein bisschen. Dem meine Ideen auch aus, ne? Ich versuche halt keine, nicht so viele zu doppeln. Hier habe ich jetzt auch mit Lorelei mit ein bisschen exotischen Namen angefangen. Und Geflügel. Ja gut, Martha habe ich jetzt zweimal. Hanna, Lana, Lisa, Lilly, Hilda. Gertrud ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Für einen Huhn bitte kein Gertrud. So, und ein Masu will der haben. Gucken, ob ich einen im Rucksack habe. Masu. Habe ich nur einen. Da muss ich mal einfangen. Komm, drauf geschissen. Aber ja, das ist mein Tagesablauf. Ich mache abends um 18 Uhr, mache das mit den Kühen gerade nochmal. Ansonsten mache ich da nicht viel. Und dadurch, dass es halt, dass man halt sehr gut gießen kann, ist es halt auch nicht so viel. Da läuft das ganz gut. Ist eigentlich interessant. Im Original hatte der Mofa eine extrem hohe Stimme. Also eine extrem tiefe Stimme.
Warum hat er jetzt keine Stimme? Na gut, dann ist das so. Jo. Angeln und Ausgraben erspare ich euch mal. Der Wann macht sowieso erst um 8 auf. Man kann auch theoretisch seine Sachen verkaufen. Aber das mache ich recht selten. Da ist ein Chihuahua in der Ausgrabungsstätte. Oh, hier gibt's was Gutes. Komm, das machen wir noch mit. Frisst zwar 5 Minuten, aber... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz selten was rausbekommen. Hier. Was nicht aus diesen vorausgegrabenen Löchern schon drin gewesen ist. Oder wenn da halt irgendwas drin gewesen ist. Man sieht ja hier zum Beispiel, dass da was drin ist. Deswegen kann man da schon 2-3 Mal graben. In den anderen Löchern ist halt nichts drin. Das ist halt in meinen Augen größtenteils Zeitverschwendung. Deswegen immer mal reingucken. Manchmal ist mehr drin, manchmal ist weniger drin. Hier sieht es mit dem grünen Edelstein ganz gut aus, weil der auch ein bisschen Kohle gibt. Da sehe ich schon... Es müsste eigentlich auch bald ein neuer Winter, neues Kapitel ankommen. Ach, Flora, du sitzt hier, stehst hier gerade ein bisschen im Weg. Ja, das mit der Steuerung und dem Hin und Her. Switch-Steuerung ist hier gefühlt nicht ganz so geil. Ich weiß nicht, ob das am Spiel direkt liegt oder ob das an der Switch-Version liegt. Also ich spiele hier auf der Switch. Jo, das Video geht 16 Minuten. So lange wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Also wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Das ist so ein kleiner Überblick, dass ihr wisst, ich bin da noch dran. Die Farm wächst, gedeiht. Der Familie hier im Spiel geht's gut. Also von daher alles super. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr öfters mal sowas sehen wollt, wie ich mich da gerade mache, wie es weitergeht. Ich werde euch nicht alles zeigen, weil das einfach... Vieles ist halt immer wieder das gleiche Wiederholte. Also von daher so einen kleinen Shortcut. Naja, 15 Minuten, 16, 17 ist kein Shortcut mehr, aber naja. Bis dahin. Tschüss.